Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Sonntagsvideo von mir. Das dreht sich heute um ein Thema, was eigentlich ein kleines Tabuthema bei Frauen ist, nämlich um die Körper- und Gesichtsbehaarung und was man eventuell dagegen tun kann. Ich bin angesprochen worden in den Kommentaren von einer Dame, ob ich mir nicht mal zu dem Thema ein paar Gedanken machen kann. Und da ich selber davon betroffen bin, mache ich heute dieses Video. Ich sage euch, woran es eventuell liegen könnte, welche Methoden man hat, um die Haare zu entfernen und noch vieles mehr. Also holt euch eine Tasse Kaffee. Lehnt euch zurück und wenn euch das Thema interessiert, dann schaut mir jetzt zu und ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, ich kann euch etwas Licht ins Dunkel bringen. Ja, mein Kanal heißt ja einfach Nicoletta. Das bedeutet, ich erkläre Dinge auf die einfache Art und Weise, so wie ich sie einer Freundin erklären möchte. Und dieses Thema ist sehr, sehr umfangreich und würde viel zu lang werden. Deswegen erkläre ich die Sachen ja auf meine einfache Art und wie ich meine Erfahrungen gemacht habe im Laufe der Jahre. Aber ein paar wissenschaftliche Sachen sollten natürlich auch nicht fehlen für alle die, die unter einer starken Körper- oder Gesichtsbehaarung leiden. Und ich versuche das ein bisschen zu strukturieren, aber wie ihr wisst, komme ich ja einfach manchmal von Höcksken auf Stöcksken. Ja, ich fange jetzt einfach mal an mit diesem Thema, denn ich glaube, es ist immer noch ein Tabuthema, wenn man schwimmen geht und einen Bikini oder Badeanzug trägt und man sieht zum Beispiel die Beinbehaarung oder Schambehaarung oder welche Behaarung auch immer, wird man meistens blöd angeguckt und so nach dem Motto, kann die nicht ihre Haare wegmachen? Das sieht ja ganz schlimm aus. Oder wenn man sieht, dass man hier so Hexenhärchen im Gesicht hat, wird man auch immer schief angeguckt. So kleine Warzen, wo lange Haare rauswachsen. Man wird immer schief angeguckt, so als wäre das ja nicht natürlich. Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Denn wenn wir mal Jahrmillionen zurückgehen zu Zeiten der Neandertaler und sich da mal so ein paar Bilder anguckt, dann sieht man, dass die Frauen durchaus auch behaart waren. Nicht so stark wie die Männer, das ist klar, denn wir haben ja eigentlich kein Testosteron, sondern nur Östrogene. Aber wir hatten auch Körperbehaarung, um uns zu wärmen. Und dieser ganze Prozess, der ist immer noch nicht aus uns raus, obwohl es ja schon ein paar Millionen Jahre her ist. Und eben die ein oder andere Frau hat mehr oder weniger Körperbehaarung. Aber die kann natürlich in unserem jetzigen Alltag eben sehr lästig sein. Man fühlt sich nicht wohl. Man schämt sich dafür. Es gibt ja mittlerweile Methoden, diesen Haaren zu Leibe zu rücken. Und ich habe hier auch ein paar vorbereitet, aber da gehe ich gleich im Laufe des Videos weiter drauf ein. Erstmal möchte ich euch von meiner Erfahrung erzählen und was ihr vielleicht als erstes tun solltet. Ja, wenn ihr von so einer starken Körperbehaarung betroffen seid, dann solltet ihr als allererstes damit zu einem Arzt gehen. Und zwar entweder zu einem Hautarzt oder noch besser zum Gynäkologen und ihm das Problem schildern. Denn dann kann der testen, woran liegt es denn? Sind eure Hormone durcheinander oder liegt es an anderen Erkrankungen? Also das Spektrum ist wirklich vielfältig und ihr solltet das erstmal abklären lassen. Denn meistens gibt es da einen Grund, warum auf einmal, wenn wir älter werden, die Haare sprießen. Das ist ja nicht so mit 20, da hat man vielleicht mal ein paar Haare an den Beinen und meint, man müsste sie wegmachen. Aber wenn es dann doch mal näher zu den Wechseljahren geht, dann bemerkt die ein oder andere Frau, dass sie auf einmal an Körperstellen Haare bekommt, wo sie vorher gar keine hatte und ist verwundert und schämt sich dann vielleicht auch. Und deswegen müsst ihr das erstmal abklären lassen, woran das liegt. Bei mir war es genauso. So mit Anfang, Mitte 30 habe ich bemerkt, dass ich auf einmal hier am Kinn solche Hexenhaare bekommen habe. Und auch hier an meinem Muttermal, was ich habe, sprießen auf einmal dicke, harte Haare raus. Ich bekam auch an den Armen auf einmal dunklere Haare. Da hatte ich vorher nur so einen blonden Flaum und irgendwie im Laufe der Jahre wurden diese Haare immer dunkler und immer borstiger. Mal ganz abgesehen von den Beinhaaren. Die waren ja sowieso schon durch diese ganze Rasiererei, die man ja sonst so vornimmt im Laufe der Zeit, immer borstiger, ähnlich wie bei einem Mann. Und das störte mich und deswegen bin ich zum Arzt gegangen und habe das durchtesten lassen und der hat festgestellt, dass ich
einfach vermehrt Testosteron in meinem Blut habe. Und das leuchtete mir dann auch ein. Ich habe mich dann auch informiert und mal geguckt. Und ja, tatsächlich, es ist so. In meinem Blut ist mehr Testosteron, obwohl ich ansonsten sehr weiblich bin. Und ich muss damit jetzt einfach leben. Das wird wahrscheinlich niemals besser werden. Oder ich müsste vielleicht dann starke Hormone nehmen. Aber das ist nicht so mein Ding. Das möchte ich nicht. Aber ich kann meinen Haaren bisher immer noch so zu Leibe rücken. Es stört mich zwar und es ist manchmal lästig, weil man es oft wiederholen muss. Ich kann damit leben, aber es gibt Frauen da draußen wie euch, die damit nicht leben können. Und deswegen möchte ich euch jetzt gerne ein paar Dinge vorstellen, Möglichkeiten, diese Haare zu entfernen. Aber denkt dran, als allererstes, geht bitte zum Arzt. Bei südländischen Frauen ist es ja auch oftmals so, die haben ja an sich schon eine sehr dunkle Körperbehaarung. Also wenn der Teint auch etwas dunkler ist oder ja, man einfach diesen südlichen Touch im Blut hat, dann hat man auch eine vermehrte Körperbehaarung. Das kann sogar so weit führen, dass die Augenbrauen zusammenwachsen oder man einen Oberlippenbart bekommt oder dieser Flaum, den man im Gesicht hat, eben ganz dunkel wird oder eben die Arme vermehrt Haare haben, die einfach dunkel sind. Aber das liegt nun mal einfach in der Natur der Dinge, aber ist für uns heutzutage eben doch einfach lästig. Und ich habe jetzt mal so ein paar Sachen hier auch aufgeschrieben, was man dagegen tun kann und möchte erklären, wieso ich manche Sachen davon mache und wieso ich manche Sachen davon nicht mache. Also vielleicht kann euch das einfach weiterhelfen, für euch eine Entscheidung zu treffen, wie ihr diesen blöden Haaren einfach mal zu Leibe rücken könnt. Also als allererstes gibt es ja die Methode mit dem Rasieren. Die hat aber den Nachteil, dass, wenn man die Stellen rasiert, die Haare einfach abgekappt werden, wie mit einer Schere. Und deswegen borstig nachwachsen, weil man die Haare nicht an der Wurzel bekämpft, sondern einfach nur an der Oberfläche. Und es kommt halt auch oftmals zu so schrecklichem Rasurbrand. Das heißt, man bekommt da so Pickelchen und Entzündungen, weil die Haare dann ja schlecht rauswachsen oder man die Stelle vielleicht nicht richtig desinfiziert hat. Aber dazu komme ich gleich noch. Ja, dann gibt es noch die Methode, natürlich, die kennt jede, mit der Pinzette. Das heißt, man kann einzelnen Haaren mit der Pinzette zu Leibe rücken und das muss ich in meinem Gesicht auch tun. Das heißt, ich zupfe mir ab und zu hier diese etwas borstigeren, längeren Haare aus und natürlich hier meine schwarzen Hexenhärchen, die ich am Kinn habe und natürlich auch hier in meinem Muttermal. Das sind nicht so viele, deswegen reicht mir da die Pinzette. Es gibt aber auch, wer es möchte, hier diese mini kleinen Rasierer, mit denen man dann so diesem Flaum und auch den Augenbrauen zu Leibe rücken kann. Also man kann damit so die feinen Härchen entfernen, muss man auch vorsichtig sein, dass man sich mit den kleinen Dingern nicht schneidet. Das hat natürlich den gleichen Effekt wie hier mit diesem Rasierer. Man kappt die Härchen und sie kommen einfach so, wie sie sind, dann wieder raus, gerade, dick und borstig. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, diesen Haaren zu Leibe zu rücken. Und zwar habe ich das mal gesehen bei der Michaela Konrads. Die hat das in einem Video vorgestellt. Und da habe ich mir dieses kleine Ding bei Amazon bestellt. Und zwar ist das so ein Teil. Das ist eine biegsame Spirale. Und damit kann man hier, wenn man das so dreht und raufzieht, die Haare einklemmen, ähnlich wie bei einem Epilierer und kann somit die Haare, die feinen Haare entfernen. Aber die Methode ist sehr schmerzhaft und da muss man sich wirklich erst dran gewöhnen. Ich habe es ein paar Mal gemacht, habe es jetzt nicht weggeschmissen. Die Methode kommt für mich nicht in Frage. Ja, was gibt es noch? Es gibt zum Beispiel solche Kaltwachsstreifen, die man nehmen kann, um den Haaren hier an der Oberlippe zu Leibe zu rücken. Kaltwachsstreifen brauche ich euch, glaube ich, nicht erklären. Das sind hier solche, ja, Streifchen, so kleinere. Die gibt es natürlich auch in groß für größere Körperpartien. Und die muss man erstmal zwischen den Händen anwärmen, damit das Wachs ein bisschen warm wird. Und dann kann man dieses Trägerpapier hier auseinanderziehen. Und dann hat man hier im Prinzip zwei Wachsstreifen. Die gibt man sich dann auf die behaarten Stellen, drückt die gut an und zieht die dann entgegengesetzt der Wuchsrichtung einfach raus. Es ist sehr schmerzhaft und man ist hinterher an den Stellen, wo man es gemacht hat, meistens stark gerötet. Deswegen kommt so eine Methode nur abends zum Einsatz, denn dann hat die Haut Zeit, sich über Nacht wieder zu regenerieren und die Rötungen abzubauen. Aber ich benutze diese Streifen auch nicht. Ich komme damit irgendwie nicht so ganz klar. Da sind auch immer hier solche Pflegetücherchen noch mit in der Verpackung. Die sind so ein bisschen ölig. Die soll man sich dann hinterher zur Desinfektion darüber machen.
Aber ich wollte euch nur zeigen, dass es diese Methode mit diesen Wachsstreifen gibt. Dann gibt es noch eine Methode, das ist die Haarentfernungscreme. Da habe ich euch auch mal ein Beispiel besorgt. Und zwar gibt es hier so eine Verpackung von Fed. Da ist eine ganz normale Enthaarungscreme drin, wie ihr die vielleicht auch für die Beine kennt. Und die ist aber für das Gesicht geeignet. Die ist hier einmal mit Traubenkernöl und man soll die dann ein bisschen einstreichen, die Haare, und dann drauf lassen. Und maximal 8 Minuten soll man die da drauf lassen. Dann kann man die entfernen und alle Härchen sind dann entfernt. Wer diese Methode mag, ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich habe aber eine Freundin, die diese Creme immer anwendet und die damit eigentlich ganz zufrieden ist, aber die ist auch eher so ein nordischer Typ wie ich. Da muss man einfach mal ausprobieren, wie das mit dunkleren Haaren funktioniert. Aber es gibt auch noch eine, ja, nicht Enthaarungsmethode, sondern eine Haarfärbemethode. Nicht zu verwechseln mit der Haarfarbe, die man sich auf die Haare gibt, sondern es gibt für diese Härchen eine Bleichcreme. Die funktioniert ähnlich wie ein Haarfärbemittel. Das muss man dann auch auf die Härchen auftragen, auf die dunklen, und die werden dann dadurch heller. Ist natürlich bei dunkleren Hauttypen vielleicht kontraproduktiv, denn der Teint ist dann vielleicht dunkel und die Härchen sind dann blond. Das würde auch nicht aussehen. Aber ich habe es euch nur als Beispiel mitgebracht. Ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Es gibt natürlich auch Epiliergeräte. Die gibt es sowohl für den Körper. Ich habe jetzt mal meinen hier mitgebracht, den ich schon jahrelang habe. Da kann man die Aufsätze tauschen. Da ist einmal hier so ein Rasierer und Trimmer bei. Die steckt man dann einfach so auf und kann die benutzen, auch unter Wasser. Dieser ist akkubetrieben, aber es gibt da eben auch hier diese Epilierer. Und diese Geräte gibt es auch in viel kleinerer Form, die kann ich euch aber jetzt nicht zeigen, fürs Gesicht, um die Haare im Gesicht wegzuepilieren. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen. Dann bitte schreibt es mir unten in die Kommentare, ob ihr solche Geräte benutzt. Ja, das sind jetzt ein paar Beispiele, wie man diesen Haaren eventuell zu Leibe rücken kann. Aber manche Frauen haben einen so immensen Leidensdruck unter ihren Haaren, dass sie da vielleicht zu einer anderen Methode greifen müssen. Und zwar gibt es noch eine Möglichkeit, das kann man zum Beispiel bei türkischen Friseuren machen, die Haare mit so einer Fadentechnik, mit so einem Knoten entfernen zu lassen. Dann hat man ein paar Wochen Ruhe, bis die Haare wieder nachwachsen. Und sie werden eben in der Wurzel gekappt, das heißt aus der Wurzel rausgerissen. Und somit wachsen die Haare nicht so borstig nach, sondern eher weicher und flaumiger als wie mit dieser Rasiermethode. Da werden sie dann doch sehr hart und starr. Dann gibt es noch die Methode mit diesem Sugaring. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Da kann man eine Masse aus Zucker und Zitronensaft einkochen, dass das so eine dicke, klebrige Masse wird. Ähnlich wie bei dem Wachs. Und die streicht man dann auf die Haare und dann wird die auch runtergerissen. Aber das sind alles Methoden, die wehtun. Die einzigsten Methoden, die nicht wehtun, das ist eben hier zum Beispiel hier diese Enthaarungscreme und das Rasieren. Aber wie das Epilieren, die Kaltwachsstreifen oder Warmwachsstreifen, dieses Sugaring und so weiter und so fort, das sind alles sehr schmerzhafte Methoden, um die Haare zu entfernen. Aber bei manchen hat man auch danach lange Ruhe, so 3 bis 4 Wochen. Aber ihr solltet nicht davon ausgehen, dass es unbedingt bei euch funktioniert, denn so ein Haarzyklus, das wird jetzt wieder wissenschaftlich, ist auch je nachdem. Ihr wisst nicht, in welchem Haarzyklus ihr eure Haare dann entfernt habt. Und wenn ihr nicht den richtigen Zeitpunkt erwischt habt, was ja auch schwer festzustellen ist, dann wachsen die Haare einfach darunter wieder schneller nach. Also wenn ich meine Beine als Beispiel epiliere, was ich jetzt wirklich schon jahrelang tue und wo ich mich auch wirklich dran gewöhnen musste, also hier, ne, mit diesen kleinen Pinzetten, die rotieren und die Haare schnappen, klar, das tut am Anfang sehr weh. Der Körper gewöhnt sich daran. Und ich habe dann so 2, teilweise 3 Wochen, manchmal auch nur 1 Woche Zeit, um das Prozedere dann wieder zu machen. Aber beim Epilieren ist ganz wichtig, dass ihr eure Haut vorher einem Peeling unterzieht. Das heißt, ich mache oder ein paar Stunden, bevor ich meine Haare epilieren möchte, ein schönes Peeling, zum Beispiel mit Zucker. Dann keine Öle verwenden, sondern ich nehme dann einfach nur mein Duschgel, mache da Zucker rein und peele meine Beine dann so richtig schön, damit auch wirklich alle Härchen von der Haut gelöst sind. Denn dann lassen sich die Haare damit wunderbar entfernen und man hat auch einen längeren Zeitraum, dass sie nicht wieder nachwachsen. Und man hat dann auch nicht so das Problem, dass die Haare unter der Haut
nachwachsen. Denn das passiert nämlich auch manchmal bei diesem Epilieren, dass die Haare sich so unter der Haut lang schlängeln, weil sie einfach dann nicht durch die Hornschicht kommen. Und das sieht dann auch unschön aus. Die muss man dann mit den Nädelchen oder so, so ganz leicht rausziehen, damit man die dann wieder entfernen kann. Ja, das sind so die Methoden, die ich dafür anwende. Wie gesagt, einmal die Pinzette für meine Hexenhärchen und für meine Körperhaare benutze ich halt so einen Epilierer. Weiter zu dem Leidensdruck, den man hat. Wenn der natürlich auch zu groß ist und man diese ganzen Prozedere einen eigentlich nerven, weil man keine Zeit und keine Lust hat, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, seine Haare dauerhaft entfernen zu lassen. Mittlerweile gibt es auch so Geräte, mit denen man das zu Hause selber machen kann. Aber ich denke, in so ein professionelles Studio zu gehen, ist sinnvoller, als das zu Hause zu machen. Und zwar kann man sich diese Haare dauerhaft an bestimmten Hautstellen mit dem Laser entfernen lassen. Wenn ihr zum Beispiel ganz kräftig im Intimbereich, so an den Oberschenkeln und so behaart seid, dann kann man die weglasern lassen. Das heißt, da werden dann diese Haarfollikel irgendwie, glaube ich, verödet durch diesen Laser und die Haare können nicht mehr nachwachsen. Kleines Manko, diese einzelnen Sitzungen sind sehr teuer und man muss es über einen langen Zeitraum machen, damit die Haare auch wirklich alle erwischt werden. Denn ich habe ja gerade erzählt, es gibt diesen Haarzyklus und ob man dann wirklich alle Härchen erwischt hat, aber das wird euch dann die Dame aus diesem Studio erzählen. Ich habe allerdings gehört, dass zwar gesagt wird, dass das eine dauerhafte Lösung ist, aber wenn man das nicht in einem regelmäßigen Tonus, nachdem alle Haare weg sind, nochmal machen lässt, die Haare dann doch irgendwann wiederkommen. Es ist nun mal eben eine Laune der Natur, dass wir Frauen auch Haare haben. Und diese Haare können auch wirklich an Körperstellen sitzen. Gerade so im Zyklus der Wechseljahre kann es sein, dass diese Haare auch um die Brustwarzen rumwachsen, am Bauchnabel entlang, eben so eine männliche Behaarung. Aber wir können ja nichts dafür, sondern es ist einfach diese Umstellung vom Körper, dass eben diese Östrogene langsam zurückgehen. Ne? Es können Eierstockgeschichten sein, also da gibt es, wie gesagt, noch und nöcher Möglichkeiten, warum ihr auf einmal so einen Haarwuchs habt. Ich merke schon wieder, ich komme schon wieder von Höchstgen auf Stöcksgen. Also mal schnell einen Schluck Kaffee. So, weiter geht's. Ich bin ja heute nur am Erzählen, aber ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns Frauen ist und dass auch wir Frauen uns selber untereinander mit diesem Thema teilweise fertig machen, wenn wir nämlich andere Frauen sehen, die sich vielleicht nicht so ihre Haare entfernen mögen, dass man dann doch teilweise, so wie ich es schon gesehen habe, mit dem Finger auf sie zeigt. Und das kann ja nicht so richtig sein. Also wir sollten vielleicht da mal langsam von wegkommen, ist meine Meinung. Ich leide ja, wie gesagt, auch unter dem Problem, aber es gibt Frauen, die darunter noch viel, viel mehr zu leiden haben. Wenn ihr da schon mal solche Sendungen gesehen habt, wo solche Dinge dann auch gezeigt werden, dass Frauen rumlaufen, hier so mit so richtigen Damenbärten und das dann auch zeigen und die Leute dann darüber kichern und sagen, ah, kann die sich nicht mal rasieren? Mensch, guck doch einfach mal hinter die Fassade. Die Frauen, die können doch nichts dafür, dass sie solche Haare haben. Und ich finde, dann sollte man sich auch nicht darüber lustig machen. Ja, vielleicht ecke ich da bei dem einen oder anderen an, aber vielleicht kann ich auch bei dem einen oder anderen so einen kleinen Denkanschubser geben, sich vielleicht mal doch mit dem Thema so ein bisschen zu befassen. Es gibt Frauen, die sogar gar keine Körperbehaarung haben, die sind auch nicht glücklich damit, das ist auch eine krankhafte Form des Haarausfalls. Es gibt Frauen, die haben dicke Haare, es gibt Frauen, die haben dünne Haare, also ich glaube, das muss ich euch alles nicht erklären, das habt ihr alles schon mal in eurem Leben gesehen. Ich möchte auch die Frauen eingehen, die da wirklich ein Problemchen mit haben und euch sagen, so ein großes Problem ist es nicht, nicht von euch, es ist ein gesellschaftliches Problem. Und in unserer heutigen Gesellschaft soll man nun mal haarfrei sein? Auch Männer sollen teilweise haarfrei sein. Ich glaube, ihr kennt das, ne? Wenn man da so als Mann so mit Wolle bewachsen ist, dann wollen wir Frauen ja auch, dass die Männer sich teilweise die Brust wenigstens trimmen, wenn nicht rasieren, weil wir diese Haare ja eigentlich auch nicht mehr mögen. Aber es ist nun mal einfach unsere Natur seit Jahrmillionen, dass wir Menschen Körperbehaarung haben. So. Das wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Weiter geht's natürlich mit dieser Körperbehaarung. Ich glaube, darüber muss ich euch jetzt auch nicht mehr viel erzählen. Ihr rasiert euch die Beine, ihr epiliert euch die Beine, ihr macht dieses Sugaring oder ihr habt das vielleicht mit dem Laser schon ausprobiert. Also,
Darüber gibt es auch unzählige Videos, wie man da den Haaren zu Leibe rücken kann. Aber mir ging es jetzt hauptsächlich darum, um diese lästige Gesichtsbehaarung, die man manchmal hat. Was habe ich mir denn hier noch aufgeschrieben? Ja, eigentlich habe ich schon alles gesagt, merke ich gerade. Ich habe mir nämlich hier alles so ein bisschen notiert, weil ich mich wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe die letzten Tage, weil mich die Bitte der lieben Dame, die mir da zugeschaut hat, doch sehr beschäftigt hat. Und ja, vielleicht geht man einfach mal langsam offener mit diesem Thema um, Behaarung. Denn so schlimm ist es ja nicht. Es sind nur Haare, es sind keine ansteckenden Krankheiten, sondern es sieht einfach nur, ja, teilweise ein bisschen ungepflegt aus. Ich gehe jetzt gar nicht so auf Achselbehaarung ein, weil da, glaube ich, rasiert sich fast jede Frau die Achseln, die Männer ja mittlerweile auch. Das wäre es jetzt zu meinem Thema. Körperhaar, Gesichtshaarentfernung und wie kann man diesen Haaren zu Leibe rücken? Wie kann man sie entfernen? Aber als allererstes, ich sage es nochmal, ganz, ganz wichtig, bitte geht zum Arzt, wenn ihr so unter eurer Körperbehaarung leidet und lasst das von dem abklären, denn der ist ein Fachmann und kann euch genau sagen, durch Blutuntersuchungen etc. etc., woran es liegt und kann euch da vielleicht auch weiterhelfen. Alles andere, alle anderen Methoden, die ich euch jetzt hier so gezeigt habe und wie ich sie anwende oder wie ihr sie anwenden könnt, sind alles nur Hilfsmittel, aber sie werden nie dafür sorgen, dass eure Haare komplett vom Körper verschwinden. Das ist nun mal einfach so. Genauso wenig, wie man ja Falten komplett entfernen kann, außer man lässt sich das Gesicht nach hinten tackern. Aber auch dann kommen die Falten irgendwann wieder. Aber ging ja nicht um Falten. Also ihr Lieben, ich hoffe, wie gesagt, am Anfang habe ich schon gesagt, ich konnte euch ein bisschen darüber weiterhelfen, wie man dieser Körperbehaarung zu Leibe rücken kann und hoffe, ihr fandet das Video interessant. Dann auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann klickt bitte da unten auf das rote Abonnieren-Schild und vielleicht auch auf die kleine Glocke, die daneben ist. So könnt ihr keins meiner Videos verpassen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald, eure Nicole. Tschüss. Jetzt habe ich mich schon verabschiedet, ne? Und das Wichtigste habe ich eigentlich noch vergessen. Und zwar, alle diese Methoden, die ich euch jetzt vorgestellt habe, funktionieren nur richtig, wenn ihr vorher euer Gesicht gründlich abgereinigt habt und desinfiziert habt. Das heißt, ihr benutzt nach dem Reinigen ein Gesichtswasser oder ein Desinfektionsmittel, wie auch immer, denn das Gesicht muss frei von Keimen sein, denn sonst kann es passieren, dass all diese Verfahren, die ich euch gerade vorgestellt habe, in die Hose gehen und es zu Pickeln und Entzündungen und eingewachsenen Haaren kommen kann. Das wollte ich noch ergänzen. Ich wollte nämlich jetzt gerade aufstehen und denke, Mensch, hast du total vergessen zu sagen. Also eigentlich ist es ja selbstverständlich, dass man sich nicht die Haare entfernt, wenn man geschminkt ist. Aber um zu vermeiden, dass solche Härchen sich eben entzünden, ist das ganz, ganz wichtig. Und hinterher auch nach dem Prozedere eine Lotion aufzutragen, wie ein Aftershave oder eine Aftershave-Lotion. Die gibt es ja für Herren und für Damen, aber eigentlich ist das wurscht, damit die Haut auch hinterher wieder desinfiziert ist. Und es ist wichtig, dass alle Geräte, die ihr benutzt, auch vorher gereinigt werden, um eben alte Verkeimungen damit zu lösen. Und ganz wichtig ist auch, die Fingerchen vorher zu waschen, bevor ihr diese ganzen Verfahren anwendet, denn da sind auch ganz viele Keime drauf. Denn die Haut wird ja einfach durch diese Methoden gereizt und auch teilweise beschädigt. Und ihr könnt das nicht sehen, ob da jetzt Keime reinkommen oder nicht. Und damit es da nicht zu einem unschönen Ergebnis kommt, müsst ihr das natürlich noch beachten. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Ihr könnt natürlich auch hinterher statt so einer Aftershave-Lotion dieses Grapefruit-Kernextrakt benutzen. Ich tue es auch noch mal unten in die Infobox, den Link zu meinem Video dafür. Das benutze ich nämlich jetzt schon seit geraumer Zeit. Und somit kommt es bei mir zu keinem unschönen Rasurbrand mehr. Das heißt, in der Bikini-Zone bekomme ich keine Pickelchen mehr und keine Rötung großartig mehr. Ich benutze das meistens abends, damit die Haut sich erholen kann. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann schaut ihr euch das Video auch nochmal an. Mir hilft dieses Präparat, dieses Grapefruitkernextrakt enorm. Ich habe somit keine Problemchen mehr. So, das wollte ich jetzt nur nochmal ergänzen. Das habe ich nämlich total vergessen, ihr Lieben. Aber ich denke, dem einen oder anderen ist das auch logisch. Aber die, die es nicht wissen, für die habe ich es jetzt nochmal gesagt. Also nochmal tschüss.